Baumgart warnt vor Scheinwelt. Steffen Baumgart kritisiert die Entwicklung im Profifußball. Der Trainer des SC Paderborn sagte im Interview mit t-online.de, dass das Fußballgeschäft eine Scheinwelt aufbaue. Die ungleiche Verteilung der Gagen sowie die fast tägliche Übertragung von Spielen würden zu einer Entfremdung der Fans führen, so Baumgart. Außerdem seien steigende Ticketpreise ebenfalls ein Problem. Für Normalsterbliche wird der Stadionbesuch langsam einfach zu teuer. Ich weiß nicht, ob die Fans diese Entwicklung auf Dauer noch mitmachen, sagte der 47-Jährige weiter. Waldschmidt fällt bis Jahresende aus. Nationalspieler Luca Waldschmidt vom SC Freiburg muss für den Rest des Jahres pausieren. Das teilten die Breisgauer mit. Der 23-Jährige prallte im Länderspiel der DFB-Elf gegen Weißrussland mit Torhüter Alexander Gutor zusammen und erlitt dabei zahlreiche Verletzungen. Neben einer Mittelgesichtsfraktur hat er sich einen Außenbandriss im Knie und einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen. Außerdem sind das Innenband und die vordere Syndesmose im Sprunggelenk angerissen. Bereits am Montag wurde er im Gesicht operiert. Spätestens zur Rückrunde soll der Stürmer aber wieder fit sein. DFB-Team mit 3 Heimspielen. Die deutsche Nationalmannschaft wird bei der Europameisterschaft 2020 alle 3 Gruppenspiele in München bestreiten. Da Ungarn nach einer 0:2 Niederlage in Wales die direkte Qualifikation für die erste paneuropäische Europameisterschaft im kommenden Jahr verpasst hat, muss die DFB-Elf nicht nach Budapest reisen. In der Allianz Arena wird neben den 3 deutschen Gruppenspielen eine Viertelfinalpartie ausgetragen.